Und ein herzliches Willkommen zurück, endlich mal wieder bei Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich bin Fondue hier, Gameplays als Hobby, und ich freue mich, euch sagen zu können, endlich, ich bin wieder da. 2 Wochen Pause ohne Aufnehmen, das ist erschrecklich. Das sagt ihr schon alles, 2 Wochen ohne Aufnehmen. Ich hoffe, ich komme wieder rein ins Spiel auf jeden Fall. Ich habe zwar nebenbei ab und zu mal offline halt mal so ein bisschen gezockt, halt gegen Computer. Aber gegen Computer ist natürlich wieder was anderes als gegen Mitmenschen. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier natürlich nicht direkt wieder absteige. Wobei ich jetzt, lieber Tobias Balzer, dein Wunsch geht jetzt in Erfüllung. Und zwar, er hatte sich vor ungefähr eine Woche hat er sich gewünscht, dass ich doch mal mit Darkrai spiele. Okay, 2 Kämpfe, 0 Siege. Also viel Erfahrung habe ich mit dem jetzt noch nicht, lieber Tobias Balzer. Also ist ein Abonnent von mir. Und ich hoffe, ich enttäusche dich nicht. So wie ich es mit Gengar zuletzt hatte. Ich weiß ja nicht. Es ging ja auch nicht so gut, aber schauen wir mal, wie wir mit Darkrai jetzt vorwärts kommen. Auf jeden Fall, dein Wunsch geht in Erfüllung. Ich spiele jetzt mit Darkrai. Ja, los geht's. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich hier immer nehmen soll. Aber ich glaube, ich bleib hier dabei. Spezial klar tödlich und wir suchen den ersten Gegner. Wir sind ja jetzt endlich Gruppe D1. Mal schauen, ob ich jetzt mit Darkrai D1 halten kann. So, hallo Chris aus England mit Macho Mai. Und schon über 300 Siege, also okay, Gruppe C1, natürlich gerade wieder ein guter Gegner. Dafür, dass ich jetzt mit jemandem spiele, den ich eigentlich nicht so oft spiele. Eieieiei, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Ich muss sagen, klappt doch eigentlich wie am Stürchen. Oder auch nicht. Nein! Oh, der haut immer so rein, der Macho Mai. Ich kann auch ein Pokémon rufen. Oh. Ich hab gedacht, ich krieg den da in mein Feld da rein. Na gut, okay. 1-0 für den Chris. Die erste Runde lief besser auf jeden Fall. Scheiße, verloren. Okay, damals sah die erste Runde eigentlich echt gut aus. Womit ich echt nicht gerechnet hatte. Aber gut, okay. Erster Kampf verloren mit Darkrai gegen Chris. Herzlichen Glückwunsch, Chris aus England. Oh Mann, ich hoffe, wir kommen nicht direkt in eine Abstiegsrunde. Hey, Level 36. Also Fähigkeitsstufe 36, nicht Level.
Okay, dann suchen wir uns doch direkt mal den nächsten Kampf. Das war jetzt natürlich ein toller Start wieder. Mal schauen, vielleicht kriegen wir jetzt jemanden wenigstens aus der D-Gruppe statt C-Gruppe. Aber erstmal wohl. Nee, kein Computerkampf. Aus Spanien mit. Ja, Nummer 11. mit Durengrad. Siege 22. Na, da haben wir doch vielleicht mal eine Chance mit Ich bin voller Vorfreude. Endlich kann ich wieder aufnehmen. Es ist so toll. Ja, da haben wir doch jetzt eigentlich eine ganz gute Chance, mit Darkrai zu gewinnen. Okay. Ach ja, die Attacke, die mag ich überhaupt nicht. Okay, jetzt hat die Attacke gesessen. 1-0, hey! Gegen E-Level oder 11 oder wie auch immer. Oder vielleicht nennt er sich auch 1-1. Kann ja alles Mögliche sein, wie sich jemand ausdenkt, wie er heißen soll. Da hat er mich erwischt. Zum Glück macht Durengard nicht so einen großen Schaden, finde ich. Hey, was soll das? Hab ich dich? Nee, natürlich nicht. Alter! Was? Ich hatte Konter, was soll der Mist? 1-1, meine Güte, nee. Oh, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Was war das denn? Hallo? Nein, 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 das gibt's doch nicht. Oh Mann. Wie kann das sein? Ich meine, 11. Herzlichen Glückwunsch. Ich verstehe es nicht.
Da kriege ich jetzt einen Gegner vorgesetzt, wo ich mir denken könnte, okay, das kann ich doch mal, das könnte ich mit Darkrai gewinnen. Und dann sowas. Hm. Lieber Tobias Balzer, ich hoffe, du bist trotzdem zufrieden. Ich suche mal den nächsten Kampf. Aber lieber Abonnent, falls dann irgendwann die Nachricht kommt von wegen Abstiegsrunde, werde ich natürlich mit Darkrai nicht weiterkämpfen, sondern werde ich natürlich mit meinem Knackrack wieder reingehen. Weil direkt wieder absteigen habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich hoffe, das verstehst du. Und wenn ich dann die Abstiegsrunden so gesehen überstanden habe, spiele ich mit dem Darkrai weiter. Ich mache ja bei jedem Wunsch eigentlich 3 Videos von. Das heißt also 9 Kämpfe insgesamt. Und das ist jetzt der dritte. Gegen Regret. Oder Regret. Irgendwie sowas. Okay, jemand, der auf Fernkampf baut. So, funktioniert doch. 1-0. Oh. Na komm schon, wenigstens einen Kampf in einem Video. Dick da holen wir wieder an Bord. Nein, ich habe gerade schon Angriff gedrückt. Ja, scheiße. Naja, das dürfte ich noch überleben. Mal gucken, ob ich überhaupt noch schaffe. Wow, wow, wow. Nein! Ich hätte mein Pokémon nicht rufen sollen. Okay, 1-1. Regret. Herzlichen Glückwunsch. Scheiße. Sieht so aus, würde ich das wohl auch wieder verlieren. Nein! Ja! Meine Güte, ey. Immerhin, einen Kampf gewonnen! Statt Punkteverlust, Punkte gewinnen.
Zwar nicht viel, nehme ich mal an, aber immerhin. Das war ja schon fast irgendwie wie ein Gedicht. Sehr schön. Regret, tut mir leid, aber ich habe gewonnen. Das finde ich schön. Ich danke dir. Und wir haben wieder einen Fähigkeitenstufenaufstieg mit Darkrai. Und ein Glücksbohne. Was kriegen wir? 20.000 Pokégold. Sehr schön. Das waren die ersten drei Kämpfe wieder für heute. Ach, tut das gut, wieder aufzunehmen. Ich habe das so vermisst, ganz ehrlich. Keine Ahnung, es gehört einfach zu meinen Hobbys dazu. Und wenn ich das zwei Wochen lang nicht mehr machen kann, das ist echt heftig. Ich freue mich einfach nur. Und ich hoffe, ihr euch auch. Endlich wieder von allem wieder Videos. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder ein. Ich hoffe, es gefällt euch. Lieber Tobias Balzer, ich hoffe, dir gefallen die Kämpfe mit Darkrai. Wie gesagt, spielen mit ihm leider nicht allzu gut, aber ich hoffe, es stellt dich zufrieden. Und lass bitte einen Daumen oben da. Gut, das heißt also, im nächsten bei den nächsten drei Kämpfen kämpfen wir mit Darkrai weiter. Wir sind ja keine Abstiegsrunde oder sowas. Wir haben jetzt sogar Punkte gekriegt. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Das war Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch mit von neuer Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.